Charakter. Not macht erfinderisch, ist ein altes Sprichwort, gell? Ja. Corinna, das mit den Single-Männern ist tatsächlich nicht einfach heuer. Nein, gar nicht einfach. Also jeder, den ich heute gefragt habe, war vergeben. Deswegen werden wir Hilfsmittel verwenden, da schau, ja. Ich habe jetzt ein Hilfsschild, mal schauen, was da für Kommentare kommen. Und du gehst gespannt direkt drauf zu und dann schauen wir, was rauskommt. Ja. Auf geht's. I'm looking for a man. What do you want, though? Mid-30. Yeah? How old are you? I'm 30. Also erst 30. Yeah, but like, well, he needs to be strong. Strong. Good, tall. Tall. Good looking. Yes. I'm fucked. Ja, genau. Groß. Groß. Aber du siehst, so ein Schild funktioniert. Ja, so ein Schild funktioniert. Also ich meine, er war jetzt zu jung, aber der war gut, der Bursch. Vergeben oder frei? Vergeben. Das hast du aber kurz überlegt, gell? Kurz hat er überlegt. Eine wichtige Frage. Bitte. Bist du Single? Ja. Ja? Schockstarre, das ist der zweite in Kürze. Alter? 33 Jahre. Wintersport? Machst du Wintersport? Ich war Ski, ja. Okay. Ja. Oh. Also auch, Snowboard, ja. Drift, Ski würde gehen, oder? Das ist in Ordnung, dann vermeiden wir die Ziehwege. Ja. Und reisen? Liebst du reisen? Ja, in 3 Wochen fahre ich nach Thailand, mache da eine Rundreise. Nächstes Jahr soll es Myanmar sein. Also ich bin gerade so ein bisschen auf dem Asientrip. Du hast das Klopapier, ich hab's nicht. Ah ja, stimmt, ich hab's. Ja. Irgendwie knistert's hier gerade so. Es knistert schon so ein bisschen. Ja, also. Ich weiß deinen Namen noch nicht mal. Ja? Corinna. Corinna, hi, ich bin Johannes. Und die beiden da, für die geht's dann dahin. Für unsere Gewinner geht es gemeinsam mit mir am ersten Wochenende nach der Wiesn zum Entspannen und sich näher kennenlernen in das schöne Kuhhotel in Weitring. Es erwartet euch ein 2 Tage Verwöhnprogramm, E-Bike-Tour, großen Barbecue und relaxen im hoteleigenen Spa mit In- und Outdoor-Schwimmbad. Sei mit dabei und bewirb dich jetzt auf wiesentraumpaar.de. Viel Zeit haben wir nicht gehabt, aber manchmal dauert es länger, um was Richtiges zu finden. Das war wunderschön. Bis morgen. Servus.